Yo, servus, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute habe ich mal ein etwas anderes Video am Start. Das habe ich bestimmt schon so mindestens ein Jahr so auf meinem Kanal nicht mehr gebracht. Heute will ich euch einfach mal meine Klassen zeigen, mit denen ich momentan so am Zocken bin. Ich muss vorab sagen, hier sind jetzt Klassen, die ziemlich stark auf Frei für alle ausgelegt sind, weil ich halt momentan viel Frei für alle spiele im Black Ops 3, weil es gefällt mir wieder unmenschlich gut Frei für alle. Also man kann wirklich wieder gut Soundhuren und so weiter, und das ist halt schon wirklich in, muss ich sagen, in Frei für alle ziemlich wichtig. So, ich komme jetzt mal direkt zu meinen Klassen. So, wie ihr sehen könnt, hier erstmal der Spezialist ist dieser Firebreak, finde ich auf jeden Fall auch ziemlich gut, ist ziemlich stark geworden nach dem Patch, also ist auch in Frei für alle gut zu gebrauchen hier mit dieser Reiniger Funktion mit dem Flammenwerfer, also wirklich ziemlich krass. Also wenn ich auch noch empfehlen kann für Frei für alle, ist dieser Reaper, ist auch noch ziemlich gut. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal von Frei für alle aus, weil Frei für alle, wie gesagt, ist momentan mein Modus. Diese Surf ist auch ziemlich gut, halt mit Kampffokus oder diesem Annihilator, ist auch ziemlich krass. Sonst muss ich sagen, für Frei für alle finde ich so die anderen nicht unbedingt so überragend. Sichtpuls kann man natürlich auch eigentlich immer spielen, egal in welchem Modus. Aber ich würde halt diesen Reaper oder diesen Reiniger mit dem Flammenwerfer eigentlich so empfehlen. Also sind für mich so die besten. Klar, kann sein, dass ich anders spiele, aber wie gesagt, für mich sind so meine Favoriten auch generell, auch in Herrschaft oder so, spiele ich entweder immer hier diesen Firebreak oder diesen Reaper oder halt wie gesagt diese Surf. So, kommen wir jetzt mal zu den Klassen. So, wie ihr sehen könnt, die erste Klasse natürlich mit der M8. Ich spiele die M8, wie gesagt, meistens mit Schnellfeuer. Da sind ja auch so geteilte Meinungen. Manche sagen, gut, bringt nichts, aber ich finde es auf jeden Fall eigentlich ziemlich gut. Wie ihr auch sehen könnt, wie ihr auch sehen werdet, ich werde alle meine Waffen ohne Schaft spielen, weil ich absolut kein Freund mehr irgendwie von Schaft bin hier in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ich habe am Anfang wirklich alle Klassen so mit Schaft eigentlich gespielt, also zumindest die Sturmgewehre, und habe auf Range manchmal richtig krass veraimt und ich wusste einfach nicht, wovon das kommt. Und dann habe ich ein paar Mal jetzt so von Gegnern Waffen aufgehoben, die keinen Schaft dabei hatten, und ich habe komischerweise wirklich ziemlich gut getroffen auf große Distanz und ich habe eigentlich kein schlechtes Aim. Und wie gesagt, da habe ich halt mal gedacht, komm, machst du mal einen Schaft runter, und seitdem klappt es bei mir ziemlich gut. Also mein Aim ist nochmal ein gutes Stück besser geworden. Könnt ihr ja mal ausprobieren, vielleicht ist es ja bei euch genauso das Problem wie bei mir, dass ihr durch Schaft irgendwie ein bisschen verwackelt. Man denkt vielleicht, man hat keine Chance mehr so eine Gunfights, aber so schlimm ist es eigentlich dann auch nicht. Wie ihr sehen könnt, halt mit dem LV, wie sehr Schnellfeuer, dann noch die der Schnellziehengriff und halt die schnellen Magazine sind hier am Start. Nur die XR2 spiele ich fast ähnlich, ist auch LV, wie sehr schnell ziehen, Großkaliber und halt schnelles Magazin. Ich switche manchmal rum zwischen schnellem Magazin und erweitertem Magazin. Wie ihr sehen könnt, auch die Tarnung ist mal richtig krass, gefällt mir auch ziemlich gut. So, wie gesagt, so spiele ich meistens so die XR. Also Großkaliber finde ich auch ziemlich gut auf der Waffe. Also kann ich euch auch nur mal ans Herz legen, erstmal mit der Waffe zu probieren, weil so viele Headshots macht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich schon ziemlich krass. So, die nächste ist noch die Faro. Die spiele ich auch ziemlich gerne. Das ist auch ziemlich stark. Ich habe da meistens halt so den langen Lauf am Start, so wie der LV-Visier ist einfach Standard eigentlich, weil ich liebe dieses Visier, ist einfach nur abgrundtief nice, Leute, ist einfach nur richtig geil. Dann noch schnell ziehen und halt den Griff, also wie gesagt, manchmal mache ich auch den schnellziehen Griff weg und mache was anderes drauf oder switche mit langem Lauf und Schnellfeuer hin und her, und muss halt immer sehen, wie die Lobby halt so ist. So, dann habe ich hier noch die Manowar, gefällt mir auch richtig gut. Die ist auch richtig stark irgendwie. Ich weiß nicht, ob die im letzten Patch irgendwie angehoben wurde, aber die gefällt mir ziemlich gut. Weil, wie gesagt, vorher habe ich halt meistens immer so schnelles Magazin weggelassen, habe dafür dann halt Schaft gespielt. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Freund mehr von Schaft. Deswegen habe ich halt schnelles Magazin drauf, schnellziehen Griff und den Griff. Wie gesagt, wie ihr sehen könnt, halt die Klassen sind ziemlich auf Frei für alle ausgelegt. Man könnte natürlich auch noch anstatt Wachsamkeit plus Wachsamkeit dann noch Totenstille hinzunehmen, aber habe ich momentan noch nicht frei und habe es mir auch noch nicht freigekauft, da ich halt noch nicht Level 50 wieder bin. Hier die Klasse, muss ich sagen, habe ich mir von dem lieben Isle of Cookies abgeschaut, weil er momentan viel mit dieser P06 Sniper hier rumläuft. Und er hat halt gesagt, die ist wirklich ziemlich stark mit dem LV-Visier. Das stimmt doch, aber hier auf der Konsole finde ich die Waffe nicht so überragend. Er auf dem PC hat da ganz anderes Movement und Aim so am Start. Er kann so richtig schnell und her aimen. Das wird mit der Waffe ziemlich vorteilhaft. Wie gesagt, auf der Konsole gefällt sie mir nicht so. Könnt ihr aber auch mal austesten mit der Waffe zocken. Ihr kriegt sie ja momentan ziemlich schnell hochgelevelt wegen den Double Waffen XP. Deswegen, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so überragend. Es ist schon nicht schlecht, aber es könnte natürlich, wie gesagt, ein bisschen besser laufen mit dieser Waffe. Dann habe ich noch so eine Standard KN-Klasse.
ist halt mit Griff, schnell ziehen, Griff, langer Laufen, schnelle Magazin, wie gesagt, immer noch alles ziemlich frei für alle lastig, meine Klassen, weil wie gesagt, ich würde jetzt in Herrschaft nicht unbedingt mit Wachsamkeit rumlaufen, dann eher vielleicht mit Taktikmaske oder mit Strahldämpfer, je nachdem. Gut, Strahldämpfer könnte man auch in frei für alle benutzen, aber man muss halt da irgendwie Sound hören können, weil ohne Wachsamkeit ist das schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, hier habe ich dann auch meine ICR-Klasse, wo ich halt auch oft bei der Waffe sagen muss, was da wirklich auch was bringt, ist halt auch Schnellfeuer, finde ich da wirklich ziemlich gut bei der Waffe, weil sie schießt halt nicht so schnell und mit Schnellfeuer ist es schon wirklich ziemlich krass und sie verliert auch nicht so viel an Präzision, weil sie ist mit Schnellfeuer eigentlich noch ziemlich gut zu gebrauchen. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal auch eure Klassen in die Kommentare schreiben, mit der, wie ihr die ICR zum Beispiel zockt. Ihr könnt mir jede Waffenklasse in die Kommentare schreiben, wie ihr zum Beispiel sagen würdet, ey, probier das oder das mal aus, weil ich bin da ziemlich offen für neue Klassen auszuprobieren. Das Game ist ja noch nicht alt und man kennt noch nicht alle Zusammenstellungen, so wie die Klassen so am besten sind. Wie gesagt, könnt ihr auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare hauen, wie ihr eure Waffen so spielt. Schaue ich mir auf jeden Fall gerne mal an und teste auf jeden Fall auch mal aus, wenn ich der Meinung bin, dass die oder die Klasse mir wahrscheinlich gut gefallen könnte. So, hier habe ich noch so eine Testklasse, wo ich immer mal ein paar neue Waffen teste. Ich probiere momentan mal diese BAM, dieses LMG aus. Ist auch ziemlich stark, aber man ist halt wirklich ziemlich langsam hier in dem Game mit den LMGs. Deswegen habe ich auch mal eine Zweitwaffe dazu geholt, um halt mal schnell switchen zu können im Nahkampf. Es ist wirklich manchmal ziemlich schwer, mit der Waffe irgendwas zu reißen. Wie gesagt, ist halt auch nur eine Testklasse. Und die letzte Klasse, die ich hier noch habe, ist die Razorback. Ich meine, man könnte die Waffe ja theoretisch gesehen ohne ein Visier spielen. Hier spiele ich zum Beispiel lieber das Reflexvisier auf der Waffe anstatt das LV-Visier. Ich weiß nicht warum, was liegt mir hier auf der Waffe irgendwie besser. Natürlich dann auch der lange Lauf am Start, schnell ziehen und halt auch den Griff. Hier habe ich auch mal anstatt kugelsichere Weste Geist drin, aber wie gesagt auch wieder für frei für alle ausgerichtet. Ich switch halt wie gesagt manchmal in den Lobbys etwas hin und her, was halt darauf ankommt, wie halt die Gegner spielen, ob ich jetzt Geist spiele oder halt manchmal Kugelweste und Geist. Da muss ich mir halt dann überlegen, ob ich vielleicht irgendeinen Waffenaufsatz weglasse. Und wie gesagt, dann muss ich halt immer mal schauen, wie die Lobbys halt so laufen. Das soll es bei mir auch halt jetzt mal gewesen sein. Wie gesagt, das sind immer meine Klassen alle so in einem etwas schnelleren Durchlauf gewesen, mit denen ich momentan spiele. Wie gesagt, das kann sich auch in ein oder zwei Wochen ändern, aber so komme ich momentan ziemlich gut zurecht. Wie gesagt, das soll es bei mir auch gewesen sein. Tschüss, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.